Ich finde das jetzt total cool. Western City, wir kommen. Ganz ehrlich, ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parkitect. Ich habe ja in der letzten Folge schon mal weitergemacht bei unserem tollen Resort, aber ich möchte mal eine oder zwei Folgen vielleicht ein bisschen weggehen vom Resort. Ich hatte ja schon mal angekündigt, dass ich eventuell so ein kleines, so ein kleines Western-Dorf gerne bauen möchte. Ich habe dazu natürlich auch jede Menge Mods runtergeladen. Haha, haha. Ich habe es noch einmal gewagt. Ja, tatsächlich. Ich habe ziemlich gezittert dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte, oh Gott, jetzt werde ich das wieder versemmeln. Ja, dann ist wieder alles kaputt. Aber es hat Gott sei Dank funktioniert. Und das bedeutet, wir können gleich loslegen. Ich möchte allerdings nur noch mal kurz dieses Maya-Gebäude hier ein bisschen, beziehungsweise die Maya-Szenerie, meine Wüstenszenerie ein bisschen so abgrenzen. Also, dass wir hier ein bisschen diese Westernstadt machen können. So, und zwar, ich mach das jetzt vielleicht einfach hier so knapp an der Pyramide vorbei. So, zack, 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 zack. Naja, come on. Zack, 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 zack. Okay, das langt erstmal. Ich möchte jetzt gar nicht so viel machen. Dann, als nächstes hätte ich ganz gern einen Weg. Was bietet sich eigentlich idealer an als so ein Holzweg? Ein Holzweg. So, und zwar diesmal ausnahmsweise nur zwei Felder breit. Und zwar hat es einen Grund. Ne, es hat eigentlich keinen Grund. Ich mache es einfach nur so zwei Felder breit. So, und dann. Oh je. Oh, du Fröhliche. Ich habe nämlich hier, pass mal auf, ich habe hier Western House und Western Corner Building. So, das ist jetzt eigentlich ziemlich cool. Und zwar kann ich das jetzt hier gleich, ich muss es selber erstmal anschauen, ich habe die selber noch gar nicht wirklich gesehen. Deswegen muss ich das jetzt ein bisschen provisorisch erstmal hinhauen. Muss erstmal verstehen, wie das hier funktioniert. Hier ist so, oder? Das macht doch auch Sinn. Hier. Nein, eins zu weit. Ach meine Güte, aber ihr seht schon, sieht ziemlich cool aus, oder? Credit dazu muss man geben an das Shy Guy Dining Set, beziehungsweise an Shy Guy Mod. So heißt dieser Modder, ja. Und zwar hat der tatsächlich jede Menge neue Items zu erstellt. Das Problem ist nur, ich bin halt selber noch gar nicht bei diesen Items drin und deswegen kann ich auch selber noch nicht wirklich was designen, ja. Ich habe es vorhin schon mal versucht, mal so ein Western-Gebäude zu machen. Es ist okay, man kann es stehen lassen, aber es ist natürlich nicht so detailliert jetzt wie dieser Blueprint. Was haben wir denn hier noch? Moment. Ich habe eigentlich vier Gebäude müssten sein. Vier Gebäude hier im Manhattan Single House. Und ich habe da nochmal eine Überraschung. Oh, das wird so cool, das wird so cool. Rock Arch ist halt einfach viel zu groß, leider Gottes. Small Western Building. Small Western Building können wir mal nehmen. Genau, guck mal an. Small Western Building. Ist das nicht cool? Sieht das nicht geil aus? Mega cool, mega cool. Ich bin nur gespannt, ob das mit den Floors funktioniert. Denn eigentlich sind hier Floors bei. Und mich würde echt interessieren, ob die Leute... Ah, vielleicht muss ich das einfach trotzdem platzieren. Dann können die wahrscheinlich trotzdem drüber laufen. Das ist so ein bisschen hacky, das Ganze. Hacky. Könnte innen drin... Moment, ich blende das mal aus. Dann könnte ich innen drin vielleicht noch einen Weg machen. Nee, könnte ich nicht. Komm, ich lasse das erstmal so. Es ist ja eigentlich nur Deko. Es ist ja eigentlich nur Deko und es soll ja auch nur so aussehen, ob... Und die Leute müssen es ja nicht unbedingt gleich betreten und gleich hier Party feiern. Es reicht, wenn es erstmal nur so aussieht. So, das nächste, was ich direkt daneben platzieren werde, ist dieses Western-Haus. Wobei, ich werde da wahrscheinlich erstmal eins freilassen. So, direkt dran. Ich glaube, im Western sind die nicht nebeneinander gestanden. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch wegen Brandgefahr. So, und dann blende ich wieder alles aus. Ist ein bisschen schade, dass ich leider Gottes keine, wie heißen sie denn, hab? Keine Kakteen, die hätten sich halt jetzt wunderbar angeboten. Das macht aber auch nichts, ich mache halt einfach da ein paar Steine hin, würde ich sagen. So, okay, das ist so auch das nächste Gebäude, kann man auch so stehen lassen, würde ich mal sagen. Ich kann jetzt zum Beispiel auch mit diesem Shy Guy Set, das ist total cool, man kann nämlich tatsächlich so Bodenflächen machen, guck mal, und kann die dann tatsächlich drüberlegen. Das ist total cool. Das muss man sagen, ist echt fancy. Das ist total fancy, wirklich. Und das macht... Jesus Maria.
Die blitzt hier vielleicht. Und zwar kann ich das jetzt hier drin machen. Guckt euch das mal an. Dann sieht es total episch aus. Natürlich jetzt noch nicht, weil ich den Rest ausgeblendet habe. Und jetzt passt auf. Blende ich das wieder aus und... Ist das nicht cool? Jetzt haben wir hier innen drin nämlich die gleichen. Ich hätte es vielleicht nur einmal drehen sollen. Ja, hätte ich auch. Mache ich auch. Kann ich aber jetzt nicht mehr, weil die anderen Dinger drüber liegen. Ja, dann ist mir auch egal. Komm, das ist alles gut sein. Das lassen wir jetzt so gut sein. Okay, also dann haben wir schon mal das jetzt hier. Ich hätte ganz gern auch noch hier vielleicht so einen kleinen Zaun. Was hat denn dieses Shy Guy Set noch drin? Ich habe auch ein Dining Set, das ist auch total cool. Aber dazu komme ich später nochmal. Guck mal, mit Banner und alles. Das gibt so viel. Hier, guck doch. Ich muss weinen. So viel neue Gebäude. Und es hat nichts zerschossen. Es hat absolut nichts zerschossen. Das ist Shy Guy Set 3 ist es übrigens. Das ist nämlich das Allercoolste. Es hat wirklich nichts zerschossen. So, wir brauchen hier einen Fans. Und das Coole ist auch, die ganzen Shy Guy Gebäude, die rasten alle ein, die rasten aus. Guck mal hier so, Ranch-Style. So, also ich muss echt sagen, mittlerweile macht das so viel Laune einfach, weil es einfach so viele Sachen gibt. Wobei man aber sagen muss, der große Hype, der große Park-Hype ist eigentlich schon wieder abgeklungen. Ja, nachdem ja Planet Coaster kam, war natürlich erstmal Parkitec abgeschrieben. Und Planet Coaster ist natürlich auch ein Riesenspiel. Aber auch der Planet Coaster, der Planet Coaster-Hype ist eigentlich auch schon wieder abgeklungen, letztendlich. Machen wir das so hier rein, hier hinten rein. Guck, ich mach das ein bisschen da hinten rein. Dann baue ich das hier vielleicht noch ein bisschen größer. Pass mal auf. Das mache ich dann. Ich kann das ja modden. Pass mal auf. Modde selbst. Bin ja auch der Modderkönig. Der Schmodderkönig. So. Mist. Da müssen wir hin. Genau. Dann nehme ich wieder hier meine. Ah, Moment. Zack. Das sind Ecken. Es gibt hier sogar noch Ecken. So, okay, wunderbar. Den kann ich dann... ich glaube, ich muss in diese Richtung, genau. So. Okay, wunderbar. Ich reiße das mal nochmal kurz ab, nur damit ich sehe, wie der Weg hier geht. Und zwar möchte ich das gerne so platzieren. Und so platzieren. Und auf dieser Seite machen wir das gleiche und zwar einmal nach oben platzieren. nach unten platzieren, eigentlich so. So. Moment. Ich brauche einen geraden. Gerade. Wo ist ein gerader? Hier. Okay, wunderbar. Vielleicht mache ich es einfach nur gerade. Guck mal, mache ich so. Ist vielleicht besser als diese Eckdinger. So, zack. Ja, also ihr seht es hier auch schon. Dieses Set ist hier auch direkt von dem Shy Guy Set. Diesmal aber nicht von diesem Gebäudeset 2, sondern von dem... Guck mal, die kann man einzeln platzieren. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir ein bisschen zu eng hier. Also reiße ich das ein bisschen ab. Den lassen wir stehen. Dann machen wir vielleicht... Ich würde hier ganz genau einen machen. Dann ist der halt nicht irgendwie zentriert. Dann muss ich es halt jetzt einzeln platzieren. Das ist jetzt auch kein Problem. Wie gesagt, die Symmetrie habe ich mir ja eh schon abgewöhnt bei diesem Spiel. Aber es ist halt einfach, guckt euch das mal an, wie cool das aussieht. Wie cool das funktioniert. Hier und zack. Wunderbar, oder? Und guck mal, da haben wir noch jede Menge mehr. Wir haben jetzt Flugbanner. Das ist ja total cool. Ich mach das hier mal weg. Dann könnte ich hier so einen Banner aufhängen. Oh, wie cool. Guck mal den Balken an. Guckt euch mal den Balken hier an. Den hier. Ah, episch. Also wirklich, ich freue mich. Ich hype das gerade total, aber es macht halt... guck mal, verschiedene Umbrellas. Ah, Picnic Table. Eieiei, Wooden Post. Ja, meine Güte. Meine Güte, meine Herren, das ist echt cool. Also, mein größten Respekt an diesen Shy Guy. Ich möchte das allerdings auch alles betretbar haben. Und das ist nämlich jetzt der Clou. Das ist nämlich wirklich der Clou. Man kann die nämlich jetzt tatsächlich einfach drüberlegen. Und das ist so geil. Weil es gibt, ihr habt ja mittlerweile schon mitgekriegt, es gibt mit der Kollisionsabfrage in Anführungszeichen etwas Probleme. Also, es gibt eigentlich nicht wirklich Probleme, sondern es ist halt einfach so,
dass diese Kollisionsabfrage hin und wieder, also man kann die definitiv ausschalten für manche Gegenstände, für manche Dekoartikel. Und wenn man das macht, dann kann man diese Gegenstände, beziehungsweise dann kann man das Zeug einfach drüber platzieren. So zum Beispiel. Und jetzt müssten die Leute müssten jetzt eigentlich da laufen. Ich weiß mir nicht genau, ob die hier auch drauf laufen. Komm, ich nehme den jetzt erstmal. Komm mit. Oh, da läuft jetzt nämlich genau auf dem Weg. Das sieht jetzt nämlich genauso aus, wie wenn er aus dem Weg. Wenn man genau auf die Füße schaut, ja, dann sieht man, dass der ein bisschen drin ist, ja, in diesem Holzbrettern. Aber das ist doch kein Stress. Das ist doch echt kein Stress. Oh, ich freue mich. Ich habe mir wirklich überlegt, ob ich diesen Mod runterlade. Ich habe es mir wirklich überlegt. Mehrfach habe ich es mir überlegt. Lädst ihn runter, machst es wirklich. Ja, und ich habe es gemacht. Und ich finde es total geil. Das größte Problem allerdings, und da stelle ich jetzt gerade fest, wir haben keine Attraktionen. Wir haben keine Attraktionen für den Wilden Westen. ÖH. Das ist vielleicht nicht so prickelnd. Was machen wir da? Es gibt noch einen... Ich mache das jetzt hier auch voll. Nee, ich mache das nicht voll. Ich lasse das mal. Aber ich kann hier so einen Felsen hinknallen. Und zwar in der Farbe hier. So. Nee, ist ein bisschen zu goldfarben. Sieht ein bisschen nach Goldrausch aus. Dann vielleicht so ein bisschen kleineren Stein. So. Dann hätte ich ganz gerne noch einen Totenbaum. Irgendwie. So. Okay, wunderbar. Nicht viel, aber ich finde das jetzt total cool. Western City, wir kommen. Ganz ehrlich, ja. Ich wollte noch sagen, es gibt noch einen relativ coolen Mod eigentlich, den ich noch runterladen werde, aber ich verrate noch nicht so viel. Und es regnet schon wieder und es blitzt schon wieder. Ich habe Desert Toilets. Und was mache ich mit den Desert Toilets? Das muss ich jetzt mal ganz kurz unterbrechen, die Westernstadt. Hätte ganz gerne. Wieso kann ich das nicht platzieren? Wieso geht das nicht? Muss ich das... Hallo? So, okay. Scheiß drauf. Auf jeden Fall sind es Desert Toilets, ja. Ich mache das mal so. Und da muss ich es wieder ein bisschen absenken. Mann, dieses Geblitze nervt. So, okay. Wunderbar, oder? Wunderbar. Das wollte ich eigentlich noch platzieren hier an der Stelle, weil ich den Blueprint gerade gesehen habe, wollte ich den jetzt hier noch platzieren. So, okay, wunderbar. Was wir hier auch noch brauchen, und das ist auch relativ wichtig, und zwar ist das ein Personalraum und ein Depot mal wieder. Ich werde das Depot direkt hier rein platzieren am Eingang. Das bedeutet auch, ich muss hier diesen Weg nochmal rausrupfen. So, zack, zack. Zack, zack. Ist aber auch kein Problem. Das ist ja alles nur Attrappe. Ja, ich sage ja immer Kim Jong-Un-Gebäude. So, Depot. Das ist so cool. Jetzt sieht das auch noch abgesperrt aus. Das passt halt einfach farblich super rein. Kann ich das Depot eigentlich anmalen? Boah, das wäre ja voll geil. Schade, leider nicht. Leider nein. Und dann schließen wir das Depot mal schnell an. Das muss ich allerdings jetzt gleich machen, weil sonst vergesse ich das wieder. Und diesmal muss ich es wirklich kontrollieren, ob es auch wirklich angeschlossen ist. Weil in den letzten Folgen oder in einer der letzten Folgen hatte ich das ja leider versemmelt. Wir müssen auch gar nicht weit. Das ist nämlich das Coole daran. Ich habe nämlich das nächste Depot, glaube ich, gleich hier. Hier, genau. Ich muss jetzt eigentlich nur eins nach unten und dann hier gerade rüber. Genau. Exzellent. Hervorragend. So. Ich muss den ganzen Scheiß wieder ausblenden. Western City. Ja, ich hab wirklich jetzt vorhin eine halbe Stunde probiert, selbst irgendwie was zu machen. Aber das ist irgendwie nicht so cool geworden wie das hier. Das ist schon mit Liebe zum Detail, muss man sagen. So, was wollte ich noch machen? Ich wollte noch eine neue Region festlegen. Für meine Leute hier. Das ist jetzt zwar eine relativ kleine Gegend. Also ich möchte es allerhöchstens so groß halten. Das hat aber auch einen speziellen Grund, weil das Problem ist nämlich, in dem Moment, wo ich die Gebäude oder wo ich die Gegenden zu diesen groß halte, wie hier zum Beispiel, habe ich hier immer wieder so leere Flecken.
Ja, und eigentlich gilt es, diese Flecken nach und nach zu füllen. Und ich kann halt nicht, ich kann halt jetzt nicht hier auf dieser Seite nochmal anfangen mit Wüste. Das macht halt jetzt irgendwie nicht so wirklich Sinn. So, okay. In der nächsten Folge darf ich nicht vergessen, ich muss nur Personal einstellen und ich werde diesen einen Mod noch runterladen. Das ist auch ziemlich cool. Dann werde ich das noch ein bisschen absenken, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Und dann baue ich jetzt hier erst weiter mit meiner Western City. Und wenn ich mit der Western City fertig bin, dann habe ich noch eine Überraschung beim Ressort nachher. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst mir bitte Abo und Like da und haut rein. Macht es gut. Adios.